haben das auch geschafft. Der Fragesteller sagt dann, naja, aber im Ergebnis haben sie dann die Taliban groß gemacht und radikale Islamisten. Und die Antwort von Brzezinski war, naja, was ist denn wichtiger, der Zusammenbruch der Sowjetunion oder ein paar fanatisierte Muslime? Das hat er 1998 gesagt in einem Interview. Und es ist schon interessant, diese Hybris zu sehen, auch den Zynismus. Ich zitiere einige Politiker, vor allem amerikanische Politiker, die mit einer bemerkenswerten Nonchalance Dinge sagen, die einen wirklich sprachlos machen. Als Ergebnis der Okkupation Kuwaits durch Irak haben die westlichen Staaten, die USA vor allem über die Vereinten Nationen, verheerende Wirtschaftssanktionen gegen den Irak verhängt. Stichwort Wirtschaftssanktionen ist ja immer wieder aktuell. Gibt es heute gegenüber dem Iran, auch gegenüber Russland werden sie zunehmend eingeführt. Das Ergebnis dieser Sanktionen war der völlige Zusammenbruch des Gesundheitswesens im Irak. Über 1 Million Menschen sind gestorben, weil es schlichtweg keine Medikamente gab. Es gibt ein Interview des amerikanischen Nachrichtensenders CBS mit Madeleine Albright, damals die Außenministerin. Und der Fragesteller fragt Madeleine Albright, sagen Sie mal, als Ergebnis dieser Sanktionen, die wir verhängt haben, sind über 500.000 irakischer Kinder gestorben. Das sind mehr Kinder, als in Hiroshima ums Leben gekommen sind. Ist es den Preis wert? Und Madeleine Albright arbeitet, ja, das ist ein hoher Preis, aber wir sind der Meinung, er ist wert, gezahlt zu werden. Das wird mit einer völligen Nonchalance Protokoll gegeben, als sei das das Selbstverständlichste der Welt, dass in einem anderen Land 500.000 Kinder sterben. Spielt keine Rolle. Und das ist schon etwas, was mich sehr umtrieben hat. Diese große Kluft, der Widerspruch zwischen dem Versprechen des Westens einerseits für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte zu stehen, aber dann andererseits eine Realpolitik zu betreiben, die an Brutalität, an Skrupellosigkeit und an Menschenverachtung eigentlich Diktaturen auf dieser Welt nicht viel nachsteht. Ich bleibe aber nochmal bei der Frage mit 9-11 sozusagen, in welche Falle da der Westen möglicherweise getappt ist, als er den Afghanistan-Krieg angefangen hat. Ja, das ist in der Tat ein interessanter Aspekt, denn die Amerikaner hatten ja zusammen mit den Saudis und den Pakistanern die Mujahedin, die Glaubenskämpfer, bewaffnet und finanziert, damit sie gegen die Sowjets kämpfen. So geschah es dann ja auch. Nachdem die aber 1989 abgezogen waren, geschah was? Aus dem Mujahedin erwuchsen die Taliban und einer der wichtigsten geförderten Glaubenskrieger gegen die sowjetische Besatzung wurde der größte Feind Amerikas, nämlich Osama bin Laden, der lange Zeit auf der Payroll der USA stand. Und es ist hochinteressant zu sehen, dass also, ich zeige das in dem Buch, wie die USA gezielt und systematisch ihre größten Feinde, eben Taliban und Al-Qaida, selber großgezüchtet haben und herangezogen haben. Und das Irrsinnige ist, und das toppt wirklich alles, wie ich meine, wir können, wenn wir uns mit dem Islamischen Staat heute auseinandersetzen, nicht verstehen, wie diese Organisation entstehen konnte, ohne zu wissen, dass der Sturz von Saddam Hussein und die anschließende Verheerung des irakischen Staates, des Zentralstaates, durch eine an Ignoranz kommt zu toppende amerikanische Besatzungspolitik, das Land völlig zerschlagen hat, den Irak, Zentralstaat als Zentralstaat zerstört hat und aus dem sunnitischen Widerstand gegen die jetzt neuen schiitischen Herren im Irak erwuchs der Islamische Staat. Zum zweiten Mal haben die Amerikaner es geschafft, als Ergebnis ihrer eigenen Politik eine Bewegung zu schaffen, die uns im Westen als sehr bedrohlich erscheint, aus gutem Grund. Heute versucht man erneut mit militärischen Mitteln den Islamischen Staat zu besiegen. Man lernt also nicht aus den Fehlern, man kann den Islamischen Staat militärisch nicht besiegen. Der ist ja nicht nur sehr stark, sondern ist auch eine Idee in den Köpfen der Menschen, der Sunniten im Irak, die von der Macht vertrieben wurden nach dem Sturz Saddam Husseins und von den neuen Machthabern, den Schiiten, nichts bekommen in Bagdad. Militärisch ist das nicht zu lösen. Man müsste erstmal eine vernünftige Regierungspolitik in Bagdad machen, aber danach sieht es nicht aus. Blicken wir mal in eine andere Region, der arabische Frühling 2011. Das scheint doch ein bisschen dem zu widersprechen, was Sie eben geschildert haben. Denn da hat ja offensichtlich die amerikanische Politik versagt. Oder wie kann man diese Ereignisse lesen? Im Grunde genommen gibt es ja eine gängige Argumentation, die sagt, der Westen hätte die Opposition stärker unterstützen müssen, um dort im Sinne des Regime Change doch etwas mehr zu bewirken als jetzt das Rollback, was wir jetzt in Ägypten erleben. Auf den arabischen Frühling will ich nur kurz eingehen. Der arabische Frühling war der Versuch der arabischen Jugend insbesondere, für sich ein besseres Leben zu erwirken, losgelöst von den völlig korrupten und unfähigen Regimen und endlich eine politische Neuordnung durchzuführen. Das ist nicht gelungen, vor allem deswegen, weil der soziale Träger dieses Aufstandes, die bürgerlichen Mittelschichten, viel zu schwach waren, um die Zäsur zu vollziehen, den Bruch zu vollziehen mit der alten Feudalgesellschaft.
Die alten Mächte der Finsternis haben sich wieder an die Macht zurückgeputscht, kann man sagen. Oder sie verteidigen ihre Macht um jeden Preis. Insbesondere Bashar al-Assad tut das in Syrien. Und da stellt sich die Frage, was kann man tun? Der Westen glaubte sehr früh, Bashar al-Assad, der ein furchtbarer Gewaltherrscher ist, stürzen zu müssen, haben aber nicht erkannt, dass die Rahmenbedingungen dafür nicht gegeben sind. Die Opposition in Syrien war zu keinem Zeitpunkt in der Lage, Bashar al-Assad zu stürzen. Das Ergebnis ist, dass aus dem syrischen Bürgerkrieg ein Stellvertreterkrieg geworden ist, wo sich die USA und der Westen einerseits und Russland, China und Iran auf der anderen Seite gegenüberstehen. Und die Hoffnung der Amerikaner, nämlich durch die Finanzierung und Bewaffnung sogenannter gemäßigter Dschihadisten das Regime stürzen zu können und gleichzeitig gegen den Islamischen Staat kämpfen zu können, das ist wirklich Catch-22. Ich schreibe in dem Buch sehr detailliert, warum das alles nicht funktioniert. Vielfach haben die Amerikaner in den letzten Monaten Dschihadisten bewaffnet, ihnen Geld gegeben, damit sie gegen den Islamischen Staat kämpfen. Und kurz darauf sind sie dann übergelaufen zum Islamischen Staat, weil der so eine Sogwirkung hat, weil er so stark und mächtig ist. Das Erstaunliche und Deprimierende ist, es gibt immer wieder dieselben Mechanismen, den Glauben in den westlichen Hauptstädten, vor allem in den USA, Gewalt, Krieg und dann schaffen wir uns Regime, die uns genehm sind. Es funktioniert aber nicht. Libyen ist auch ein wunderbares Beispiel. Gaddafi ist gestürzt worden. Okay, er war nun wirklich kein Sympathieträger. Warum ist er gestürzt worden? Nicht, weil er ein Diktator wäre, sondern weil er in der Afrikanischen Union sehr großen Einfluss hatte, die massiv finanziell unterstützt hat und erfolgreich es verhindert hat, dass die USA in Afrika Militärbasen errichten konnten. Die gibt es dort bis heute nicht. Nun ist also Gaddafi gestürzt worden. Das Ergebnis ist, dass seine Milizionäre, die er aus Schwarzafrika angeheuert hatte, Richtung Süden gezogen sind, Richtung Nigeria. Boko Haram ist noch stärker geworden, als es das war. Es gab den Krieg in Mali. Es gibt sehr viele Verwerfungen. Der Islamische Staat wird immer stärker. Und das ist das Ergebnis westlicher Militärintervention. Aber unsere Politiker lernen aus diesen Fehlern nicht. Im Gegenteil, unser Bundespräsident Gauck sagt, hurra, auch wir müssen endlich mehr Verantwortung übernehmen, sprich die Bundeswehr an die Front. Vielen Dank, Michael Lüders. Wer den Wind sät, was westliche Politik im Orient anrichtet, ist der Titel und erschienen ist er bei C.H. Beck. Vielen Dank. Vielen Dank.